Hallo liebe Naturfreunde, heute gibt's mal kein neues Rezept, sondern wir zeigen euch ein Update zum Thema Mädesüß-Tinktur. Diese Tinktur haben wir vor circa 2 Jahren angesetzt mit der Absicht, sie gegen Kopfschmerzen einzusetzen. An dieser Stelle gleich mal ein wichtiger Hinweis, dieses Video ersetzt natürlich keinen Arztbesuch, wir sind keine Ärzte und alles, was wir euch heute erzählen, beruht auf unseren eigenen Erfahrungen. Und daher kann ich euch natürlich auch keine Verzehrsempfehlung geben und auch keine genaue Dosieranleitung, da wir das Ganze selbst sehr experimentell gemacht haben. Heute seht ihr nur, wie wir die damals angesetzte Tinktur nach etwa 6 Wochen Ziehzeit umgefüllt haben. Im Teil 1 dieses Videos, wo wir euch zeigen, wie wir die Tinktur angesetzt haben, erzählen wir außerdem noch einiges zum Thema Mädesüß und auch zur Wirkungsweise, falls ihr dieses noch nicht kennt. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Wir haben diese Tinktur bei leichten bis mäßig starken Kopfschmerzen oder auch bei Migränekopfschmerzen eingesetzt. Und da ich natürlich nicht wusste, wie die Tinktur zu dosieren ist, habe ich mit kleinen Mengen begonnen, zum Beispiel einem Teelöffel. Die Pflanzenrückstände gießen wir hier übrigens mit etwas Wasser auf, um noch Reste der Tinktur herauszuspülen. Nach der Einnahme habe ich dann jeweils 1 bis 2 Stunden abgewartet und die Resultate beobachtet. Ich habe mir zum Beispiel eine Skala erstellt und dann festgehalten, inwieweit sich der Schmerz verändert hat, ob er nachgelassen hat oder stärker geworden ist. Und bei einem Teelöffel zum Beispiel habe ich noch keine Wirkung festgestellt und daher habe ich dann die Dosis ein klein wenig erhöht und wieder abgewartet. Und so habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich bei leichtem Kopfschmerz einen Esslöffel davon nehmen kann, um fast nichts mehr davon zu spüren. Und bei mäßig starkem Kopfschmerz das Ganze auf ein sehr erträgliches Maß zu reduzieren. Weiter habe ich die Dosis dann nicht erhöht, denn ich wollte eine Überdosierung auf jeden Fall vermeiden. Diese Menge ist natürlich nicht allgemeingültig und könnte bei jeder Person anders sein. Ich persönlich komme ganz gut damit zurecht und so habe ich es geschafft, seit 2 Jahren keine einzige Schmerztablette mehr zu benötigen. Und wie ihr gerade beobachten konntet, haben wir der Tinktur außerdem noch etwas Wasser hinzugefügt und auch noch Zucker, damit sie besser schmeckt. Und von dem angesetzten Liter Tinktur haben wir in den 2 Jahren ca. 800 ml verbraucht. Heuer setzen wir uns auf jeden Fall einen Nachschub davon an. Natürlich könnt ihr mir wie immer auch gerne in den Kommentaren Fragen dazu stellen, falls ihr noch welche habt. Oder auch, falls ihr eigene Erfahrungen mit Mädesüß habt, könnt ihr mir die natürlich gerne mitteilen. Für dieses Jahr hätte ich auch noch ein ähnliches Experiment mit Weidenrinde geplant. Falls wir es zeitlich schaffen, könnt ihr euch darauf freuen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.